Oh mein Gott, das ist das Ende. Was sollen wir nur tun? Hallo und herzlich willkommen zurück zu jetzt bei einer weiteren Runde Super Meat Boy Bind und Run 100%. Heute geht's gegen Dr. Fetus. Und wir kennen das ja schon soweit. Also, auf in den Kampf. Ja, warum auch immer ich das so mache. So, hier kann ich ja springen. Und, wow. Okay, ich muss erstmal nochmal wieder kurz reinkommen. Na? Was für eine knappe Geschichte heute. Da rattert's im Karton, meine Damen und Herren. So, wow. Was mache ich denn? So, ich glaube, hier konnte ich doch... Nee, da musste ich wohl irgendwie was anderes machen. Aber so geht's auch. So, kann ich auch so springen. Einmal schnell darüber ziehen und wunderbar. Nein, ah, verdammt. Aber. Nein, ah, verdammt. Schade, wir hätten es fast noch geschafft. Beziehungsweise ich jetzt fast noch geschafft. Ach so, ja, stimmt. Da konnte ich ja einfach stehen bleiben. So war das, was ich mir dazu gedacht habe. Na, heute scheitert es gerade noch ein bisschen an der Fallmotorik. Und ich habe das Gefühl, das Spiel ist übelst zu laut. Auch wenn ich es runter, also vom Pegel her runter gemacht habe. Schön in die Kreissäge rein, das habe ich glaube ich bislang noch nicht einmal geschafft. Okay. Na, dann wollen wir mal. Ach stimmt, ich durfte nicht so weit nach vorne rennen. Ich sollte nämlich ganz nah bei Dr. Fetus bleiben, damit die Kreissägen möglichst spät angehen, ne? Stimmt. So habe ich mir erst gedacht. Wow. Da trickst man Super Meat Boy mal ein bisschen aus. Mit der Spielmechanik. Und das ist dieses Mal nicht einmal ein Bug. Normalerweise nutzt man diese Ausrede ja, wenn man irgendwelche Bugs benutzt. Und ich habe gerade von alleine daran gedacht, dass ich nochmal springen muss. Weil diese blöde Explosion da, ja, irgendwie ab und zu mal mich tötet. Okay. So. Und jetzt nochmal das hier versuchen. Ah ja, warten. Was runterfallen. Gar kein Problem alles hier. Vor allem das mit dem Runterfallen. Okay. Ich habe mir auch einen Trick gemacht. Ich glaube, da musste ich sogar warten. Das heißt, wenn ich da nicht einfach sofort reingesprungen hätte, was werden können. Aber man steht ja unter Stress. Dann, schneller weggehen. Okay, so. Nein, warum rennt er da? Ich habe schon längst aufgehört, nach links zu drücken. Oder auch nicht. Wie gesagt, die Feinmotorik. Ah ja, jetzt habe ich nämlich zu leicht gedrückt. Ich stehe im Rampenlicht. Aber ich glaube, diesen Spruch habe ich schon mal gehabt. Wow, ich bin nicht mal gesprungen. Okay, jetzt aber. Mal ein bisschen mehr Zeit lassen hier. Wobei das bei Super Meat Boy schon fast mit Ironie aufgreifbar ist. So hell dieses Level. So hell wie dieser Bildschirm, wo drauf steht. The End. Normalerweise kennt man es ja nur, dass es komplett schwarz ist. Aber stimmt, da musste ich jetzt schon rein. Ah, okay. Also so früh wie möglich rein, nicht warten. Stimmt. Weil ich dann besser über die Kreissägen springen kann. Warum springe ich da rein? Hopp. Und einmal kurz gedulden. Bin ich sogar noch viel zu früh reingesprungen. Aber es hat ja jetzt nochmal gerade so funktioniert. Ah, verdammt. Komm mal her. So. Jetzt hüpf. Und wieder mal hier hoch. Jetzt, man kann eigentlich hier kurz warten, weil da hat man weniger Probleme mit der Kreissäge da oben. Dieses wunderschöne epische Lied. Es passt einfach zu diesem Bossfight, ganz ehrlich. Ich habe nicht mal gewusst, dass es die Bossfight-Musik von Dr. Fetus ist.
als ich zum ersten Mal gehört habe. Ich fand es einfach von Anfang an episch. Warum? Ich bin immer noch ein bisschen zu hektisch unterwegs. Wobei man das hier eigentlich gar nicht in diesem Level sein muss, wegen diesen blöden Begrenzungen. Es ist mehr oder weniger ein Scroll-Level, wobei es nicht die ganze Zeit automatisch scrollt, sondern wo man, ja, nur so ein Teil da die ganze Zeit ausweichen muss. So, zweimal daran, da kann man hier schön rüber. Und, ja. Und da hoch. So, dann einmal schnell dahin. Und jetzt einmal kann ich ganz gut rüberspringen. Und das habe ich ja noch relativ gut drauf. Da schießt er, was dem gar nichts bringt. Und er ist also gegen Kreissägen immun, dieser Sack, ja. Habe ich gerade kurz geguckt, deswegen bin ich da auch voll in die Kreissäge rein. Der wurde von den hinteren Kreissägen gerade übelst erwischt, aber das hat ihm nichts, ja, gemacht. Warum ist Meat Boy nicht so? Weil das Spiel dann zu einfach wäre. Was ich mir auch die ganze Zeit frage, ist, warum er einfach nicht kurz während eine Kreissäge kommt, nicht in irgendwie eine zweite Ebene oder sowas wechselt, wo die Kreissägen halt nicht sind. Aber sollte ich beim 2D-Spiel eigentlich nicht hinterfragen. Wobei ich das eigentlich immer bei 2D-Spielen hinterfrage, aber naja, es sind halt 2D und ja. So, vielleicht mal ohne Rennen darunter. Das funktioniert ganz gut. Dann darüber. Dann kann ich mich da einfach fallen lassen. Und ich habe das Gefühl, nee, da oben ist nichts. Und jetzt muss ich den Knopf da oben drücken und danach den da unten und... Nee! Nee, ne? Das wäre so schön gewesen. Och, komm schon. Diese blöde Rakete verfolgt mich da in diesen kleinen Kasten rein, ja? Ah, ihr könnt nicht mal alle hier. Okay, nein, nicht da. Na, oh. Also noch einmal. Wenigstens kennen wir jetzt schon mal das ganze Level. Das heißt, so schnell wird uns nichts überraschen. Außer so eine blöde Rakete. Aber naja. Das mal außen vor. Okay. Ja. Verdammt. Bisschen zu hektisch mal wieder. Irgendwie erinnert mich auch der Grafikstil gerade an ein Minecraft Texture Pack. Ich weiß nicht, warum es mir gerade so spontan in den Sinn kommt, aber naja. Muss ja auch mal sein, ne? Das war gerade übrigens sehr, sehr knapp, aber hat noch zum Glück funktioniert, sonst würden wir jetzt nicht mehr hier stehen. Oh, wow, okay. Das war jetzt auch nicht der am besten auskalkulierteste Sprung, den ich je gemacht habe. Aber egal. So, dann geht mal weiter hier. Ich denke die ganze Zeit, dass da ist ein Knopf. Ich weiß auch nicht warum. Hier einfach... Na, ein bisschen zu früh nach links gezogen. Sonst hätte es noch gepasst. Ah ja, und da war sie mal wieder. Die Explosion, die nicht mehr da war, aber trotzdem noch existierte. Wow. Gerade ganz vergessen, dass er ja noch nach mir schießt. Da unten. Es kommt davon, wenn man in Gedanken schon in einem ganz anderen Level ist. Nein. Ah, Mann, ey. Mann, ey. Na, das sollte jetzt wieder eine Anspielung auf diese blöde Softcake-Werbung sein, die kein Mensch außer mir kennt. Ich weiß auch nicht warum. Doch, doch, ich habe ein einziges Mal jemanden getroffen, der kannte sie auch. Ich war voll stolz. Also auf mich und ein bisschen auf ihn, weil er das kannte. Eher auf mich, weil ich wusste, dass ich mir das nicht irgendwie ausgedacht habe mal. So, dann gehen wir weiter hier. Nein, ein bisschen zu weit nach rechts. Komm, wir hatten es eigentlich schon. Och, komm. Diese Raketentrollmehl.
So, die ist jetzt kaputt gegangen, auch wenn man keinen Sound gehört hat. Stimmt, man hört nur bei der ersten Rakete den Sound, ne? Und da habe ich nicht abgewartet. Buff. Warum ist das so? Warum hört man nur bei... Hallo! Ich vergesse das schon seit... Ich nehme jetzt schon 2 Stunden... Also vorher habe ich schon 2 Stunden aufgenommen. Und ich habe die ganze Zeit vergessen, diese Uhr auszumachen. Wow. Also wird man die später noch einmal hören. Dann wird sie ganze 7-mal klingeln. Am Stück. Ja, das kann die. Okay. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Okay. Da hoch und darüber. Wohin auch er, wohin auch Dr. Fetus schießt dann, ne? Schon wieder. Mann. Komm. Denn läppischen Raketen können mir nichts. Einmal wieder darüber und an die Wand und da hoch und zu niedrig und wunderbar und. Ja. Ich finde die. Ich glaube, das ist dann wirklich die letzte Welt, wenn wir das hier abgeschossen haben. Fehlt uns nur noch. Ah, nee, stimmt, die Dark World. Und dann fehlt uns so eine Welt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch hier ein Glitch-Level gibt, aber. Ich vermute mal ja. Dann wird es doch ganz interessant werden, Glitch Girl irgendwo zu finden. Denn dann ist es. Ich gehe mal davon aus, das werden nicht genug Level sein, dass wir Glitch Girl wirklich vorher finden. So, geht doch. Und jetzt da hoch. Jetzt wieder hier rüber. Und jetzt nicht von den Raketen trollen lassen. Tja, Dr. Fetus. Das Arschloch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, jo. Nein. Nein! Ah, Mann! Okay, das kam jetzt unerwartet. Wir killen quasi Bandage Girl die ganze Zeit mit uns. Ach, komm. Ist ein bisschen... Ah, ich kann nicht ausreden hier. So. Ist ein bisschen... Und bekannt, also mit der Bandage Girl auf dem Rücken jetzt hier so ein bisschen. Weil, na die Hitbox, ah verdammt, verändert sich zwar nicht, aber es sieht anders aus, deswegen ist es so ein bisschen. Vor allem das Witzige ist, wir kamen, also hat sich quasi die Kamera einmal gedreht oder was. Vor allem, wie sind wir hinter die Wand gekommen? Und warum hat sie die Kamera gedreht? Ach komm. Ah, Mann! Aber dieses Level ist schon mal ganz cool irgendwie. Also es ist so eine unerwartete Wendung. Immerhin hat man hier unendlich Leben. Was ich mich jetzt fragen würde ist, wenn man... Ja. Wenn man zurück zur Karte geht, muss man dann quasi das ganze Boss-Level nochmal machen, oder? Also ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber... Na, komm. Ich habe eigentlich sofort wieder nach rechts gedrückt. Okay, so geht's besser. Ich könnte eigentlich viel weiter nach links fallen, wenn ich es wollte. Gut. Nein, genau deswegen ist da diese eine Kreissäge.
Okay. Hier unten muss eine Insel sein. Gibt's ja auch ein Great A oder? Eher weniger so. Na, hoch da. Also wenn es hier kein Great A gibt, dann wäre es ein bisschen... Verdammt. Blöd. Beziehungsweise wäre es besser, weil mit Great A kann man ja... Kann man hier nachgucken? Nö. Das kann man eigentlich nur immer am Anfang des Levels auf der Overworld. Mehr habe ich das Gefühl, die Musik ist gerade leise geworden. Oder auch nicht. Ja, ja, es explodiert hier alles. Ist ja gut. Ah, Mann. Man könnte immer versuchen, da direkt runterzukommen. Okay. So. Einmal dort hinüber. Wow. Puh. Nein! Ah, aber ich bin noch an der Kreissäge gestorben. Und... Na, verdammt. Ja, ja, überall hier Notalarm und bla bla bla. Na, immerhin hört hier das Piepen auf. Nein! Ah, ich... Der ist auf einmal stehen geblieben und hat sich nicht bewegt. Nein, ah Mann. Ich habe das Gefühl, Banishka macht doch eine größere Hitbox. Zum Mittel, zumindest so ein bisschen da, wo sie halt ist. Ja, wo denn sonst? Aber, naja. Egal. Da kommen wir auch noch durch. Also durch dieses Level. Das packen wir noch. Und einmal so vorbei. Und wieder hier hoch. Dann gehe ich mal... Immerhin habe ich die meisten Plattformen berührt. Also bin ich quasi fast den ganzen richtigen Weg gegangen. Auch wenn ich quasi es extrem geskippt habe. Aber auch egal. So quasi. Hier ist kein Blut, obwohl ich hier gestorben bin. Errungenschaft freigeschaltet, die End und super, ich hab's weggedrückt. Teammate Edmund McGilligan und Art Design, Art und Design, Tommy Refinis Code und was auch immer. Oh, das arme Eichhörnchen. Danny Baranowski Musical Score, Jordan Fur Sound und Effects und den Rest konnte ich lesen. Before and After. er wurde ein Supermodel. Teammate Fangs und das werde ich eh nicht durchlesen können. Epische Musik. Hell yeah. Rip Browning. Oh. Ey, er lebt noch. Und er sieht ein bisschen beschockt. Oh. Das ist die Arm. Das Xbox Live Arcade Team wird hier nochmal aufgelistet. Und sie machen Party. In der Hölle. Die toten Meat Boys wahrscheinlich. Localizations hier noch einmal zu sehen. Und da ist der Wurm, den wir getötet haben. VMC Testing und VMC Testers natürlich. Boah, ich mag die Mucke. Oh. 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 Auch wenn da unten links ein Pixel war. Find out in the dark world. Ob es auch wirklich das Ende ist. Kapitel abgeschlossen. Lichtwelt 5 von 5. Dunkelwelt 0 von 5. Verbände gibt's keine. Warpsons gibt's keine.